Was macht Ron eigentlich falsch? Ich analysiere das jetzt mal aus Business-Sicht. Ja, gar nicht mal so aus freundschaftlicher Ebene. Das probiere ich jetzt mal beiseite zu tun, auch wenn ihr wisst, dass es mir nicht leicht fällt. Aber wir probieren es mal. Und ich mache mal an 5 Punkten fest. Was macht Ron falsch? Erstens, Realness versus Entertainment. Ron ist ein Entertainer. Das können nur ganz wenige, ich würde sogar sagen, auf der Welt. Er packt sehr viel Realness rein, weil er noch sehr jung ist. Man muss immer aufpassen bei dem Ganzen. Man macht sich ultra angreifbar, wenn man Authentizität verwechselt mit Aufmerksamkeit suchen bzw. das vermischt. Entertainment muss immer zu einem gewissen Maße gespielt sein. Wenn du komplett reingehst in die Öffentlichkeit, bist du unfassbar angreifbar und du musst quasi ein Engel auf Erden sein, um nicht deutliche Kritik zu ernten. Das heißt, du bist mega angreifbar, du kannst mega auf die Schnauze bekommen und jeder wünscht sich immer die ganz, ganz große Authentizität, die natürlich so gar nicht vorhanden sein kann. 100% authentisch bist du, wenn überhaupt, mit dir selber und da müssen einige, inklusive ich, auch erstmal hinkommen, um dort immer authentischer zu werden. Ja, manche kommen mit ihrem Spiegelbild noch nicht mal klar. Dann kommt der Partner noch ins Zimmer, dann wird es noch unauthentischer. Dann kommt die Family ins Zimmer, dann wird noch unauthentischer und umso mehr Leute im Raum sind, desto unauthentischer bist du im Endeffekt. Ja, und dann stell dir vor, du machst das vor einer Kamera von 10.000, 100.000 von Menschen. Da muss man sich selbst schützen und immer ein bisschen aufpassen. Das heißt also, klar ist einiges, würde ich mal sagen, nachgespielt. Ja? Aber Rons Leben ist eigentlich noch extremer, als das zum Beispiel in unseren Vlogs passiert. Weil wir zeigen extrem viel nicht. Und ja, man muss dann einfach immer sehen, wie angreifbar macht man sich im Endeffekt, weil Ron will sein Jugendleben leben, ja. Aber einiges davon müsste eigentlich professioneller sein. Er müsste eigentlich professionell was durchziehen und dann vielleicht noch eine Schippe drauflegen quasi, wenn die Kamera an ist. Aber so ist Ron nicht, ja. Bei Ron sieht das so aus. Es gibt natürlich auch andere, wo es komplett gespielt ist, was ich auch überhaupt nicht verwerflich finde, sondern es ist Entertainment im Endeffekt bei vielen. Und wenn sie Hauptfaktor Entertainment haben, würde ich immer aufpassen damit, was man da genau zeigt. Und wie man sich vor der Kamera gibt. Und ja, wie gesagt, bei Ron ist da zu viel Realness dabei, meiner Meinung nach. Punkt Nummer 2 ist der Fitnessfaktor. Ron wurde berühmt, weil er 17 war und in einer unfassbar guten Form war. Mit 16, 17 bei der FIBO 2016, wenn ich mich nicht irre, sah er einfach nur brechermäßig aus. Er war für viele Jugendliche ein Vorbild, was das Training angeht. Und aus dem Business-Faktor gesehen war das für ihn der Einstieg für alles. Ja? Diesen großen Faktor hat er dann neben den Entertainment-Faktor gelegt. Das heißt also, man hat plötzlich gemerkt, ey, der Junge hat was auf dem Kasten. Der kann nicht nur trainieren, sondern der kann auch Leute unterhalten. Ne? Und das hat er dann immer weiter, immer mehr mit dazu genommen, bis irgendwann so ein 50-50-Verhältnis war, was eine sehr, sehr, sehr gute und coole Sache war, meiner Meinung nach. Dann kam leider das Trinken dazu, die Aufmerksamkeit von Freunden und Mitmenschen suchen. Die Frauen kamen auf jeden Fall dazu. Das ist ein großes Thema bei ihm. Ja, aber wer will ihm es verübeln? Er ist nun mal Anfang 20. Da ist aber, wie gesagt, ich sage, mit Anfang 20 war ich zwar auch so, aber ich hatte nicht diese Chancen. Ich hatte nicht diese Verantwortung im Endeffekt auch. Und deshalb würde ich das als ganz klaren Fehler sehen, dass der Fitnessfaktor mittlerweile auf unter 10% verschwunden ist und er schleunigst in Form kommen sollte, um als Repräsentant nicht nur von Rocker, sondern generell auch Repräsentant für das Thema Fitness wahrgenommen zu werden wieder. Er ist im Moment nur Entertainment. Ja, und da muss man halt sehen, welchen Weg man gehen will. Und ich würde ihm immer raten, und ich rate ihm, also wenn ich jetzt gerade so überkandidelt rede, dann müsst ihr wissen, ich rede auf diesen Menschen die gesamte Zeit ein. Ja, aber der Prophet im eigenen Lande wird selten gehört. Deshalb macht ruhig gerne weiter und sagt ihm Ron, wie er aussieht und wie er aussehen soll oder wie er sich geben soll oder was auch immer. Könnt ihr gerne weitermachen, gar kein Problem. Der dritte Faktor ist, umgebe dich mit Löwen. Ich mag seine Freunde sehr gern, sind nette Jungs. Ich kenne die nicht durch und durch, aber ich finde die lustig, finde die cool. Und ich glaube auch gar nicht, dass die der schlechte Einfluss sind, sondern eher umgekehrt, dass Ron der schlechte Einfluss für die ist. Aber das sind coole Leute, die hängen zusammen, die machen viel Scheiße, hatte ich auch, bis ich das mir auch damals irgendwann mal so gesagt habe, ey, du kannst ab und zu mal mit den Scheiße bauen, aber die 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das bist du im Endeffekt. Und wenn die sich gegenseitig nicht hochziehen, sondern eher parallel durch die Gegend wie so Bälle ballern oder sogar auch mal nach unten ballern, dann kann das Ganze natürlich nichts werden. Das heißt also, ich würde mir zumindest von diesen 5 Leuten würde ich mir 3 suchen oder 2 suchen, die was irgendwie auch in dieser businesstechnischen Seite was auf dem Kasten haben, die ich auch trotzdem mag. Ich kann nicht immer der Einzige sein. Ja, ich kann nicht immer der sein, der immer mit einem mahnenden Finger hebt, sondern er muss natürlich auch sich jemanden suchen, wo er dann auch
wo es dann auch einen coolen Austausch geben kann. Ne? Und das empfehle ich Ron immer, umgib dich mit Löwen. Ja? Das heißt nicht, dass man seine alten Freunde, also seine normalen Freunde, einfach beiseite kicken soll, sondern die mit hochziehen soll. Ja? Thaddäus sagt immer so schön, change the people around you or change the people around you. Also ändere die Leute um dich rum oder ändere sie, tausche sie aus. Und das ist ein sehr harter Satz, der auch so natürlich nicht gemeint ist. Ja? Sondern du musst aber zumindest zum gewissen Maß immer ein paar Leute am Start haben, mit denen du dich auch auf einer hey, wir packen zusammen unser Leben an Ebene, dich austauschen kannst. Dann natürlich das Kontensystem. Ja, also ich würde jemanden, der es nie gelernt hat, mit Geld umzugehen, ist gar kein Problem, habe ich auch nie, würde ich raten, ein Kontensystem aufzubauen. Wir probieren das Ganze mit ihm schon so zu machen, aber ja, jetzt ist halt nicht am 5. des Monats das Konto leer, sondern halt am 13. Also schon mal ein Fortschritt sozusagen, aber das geht halt nicht. Dauernd über seine Verhältnisse leben, dauernd Taxi zu fahren. Ein spartanisches Jahr würde ich jedem mal empfehlen. Ich habe mir auch mal, ich glaube, 13, 14 Monate keine Klamotten geholt. Das war für mich eine ganz tolle Zeit, dass ich auch danach, wenn ich mir Klamotten geholt habe, das super gewertschätzt habe. Wenn Ron kein Geld auf dem Konto hat, probiert dann doch irgendwie noch, sich irgendwas zu holen, womit man dann angeben kann. Ich sage ganz ehrlich, ich war mit Anfang 20 auch so, aber ich habe dann gearbeitet und habe komplette Kohle auf den Kopf gehauen für Klamotten, aber habe dann auch nicht in irgendeiner Art und Weise dann weiterhin über meinen Verhältnissen gelebt, sondern habe das in irgendeiner Art und Weise in den Griff bekommen. Ja, also ich war auch immer im Minus oder leicht im Minus, aber dieses Extreme ist halt bei Ron ist wie ich damals nur in vielerlei Hinsicht einfach fünfmal so extrem. Ne? Also Kontensystem würde ich empfehlen, einfach mal auch in seinen Verhältnissen quasi zu leben. Das heißt nicht gleich, keinen Spaß zu haben, ja, sondern einfach nicht zu übertreiben, das wertzuschätzen, was man dann auch ausgibt im Endeffekt. Und an fünfter Stelle die Naivität. Ron hat das Problem oder die Sache, er hat viele Influencer kennengelernt, viele Leute, wo er super offen ist und super freundlich zu denen. Wer Ron kennenlernt, kann eigentlich nur Gutes über ihn sagen. Ja, das höre ich von jedem. Und im Endeffekt gibt es dann einfach Menschen, dass wenn er gerade in so einer Phase ist, wo er jetzt gerne säuft, die ihn dann mehr oder weniger fallen lassen. Ja? Die sagen dann, ey Ron, damit will ich nichts zu tun haben und keine Ahnung. Und vorher sind sie mit dem Arsch gekrochen, um irgendwie Reichweite zu bekommen. Ja? Und das sind halt so Moves, da muss jeder selber wissen, ob das moralisch okay ist oder nicht. Aber Ron würde ich halt immer den Tipp geben, diese Welt ist auch voll von Hin- und Her-Menschen, sage ich mal so. Und da zu viel Liebe reinzugeben, ich musste Ron auch letztes Mal sagen, was über ihn jemand gesagt hat und es hat ihn wirklich im Herzen getroffen. Und das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn damit gar nicht verletzen, es hat ihn wirklich im Herzen getroffen. Und da tut er mir natürlich auch unfassbar leid, aber daran merkt man auch, dass er super jung ist mit dem Ganzen und deshalb dort einfach Professionalität aufbauen und einfach auch mal ein bisschen hinter die Fassade bei dem einen oder anderen gucken. Weil er kommt halt direkt an, ey, der ist super nett. Und ich sage, ja, finde ich super, Ron, immer ein bisschen chillen, nicht zu schnell Best Friends, das ist halt in der Branche sehr schwierig. Ne? Und deshalb ein bisschen Naivität runter vielleicht. Man kann das auch als herzensgut und offen betiteln, nur es muss irgendwo zum Selbstschutz immer so ein klein bisschen Vorsicht herrschen. Ja? Das heißt gar nicht, dass Ron seine unfassbar freundliche und gutmütige Art ändern sollte. Ja, so, das sind die 5 Tipps, die ich Ron geben würde und die ich eigentlich immer probiere einzuprügeln. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wissen wollt, was macht Ron richtig.